Ein wunderschönes Hallo in die Runde. Ich bin der Trainleader und herzlich willkommen zu diesem Video über die Vallejo. Ja, die Vallejo ist ja eins der vier neuen Testschiffe, die sich jeder für 1000 Duplonen für ganze 7 Tage in den Hafen stellen kann. Der Adler hat ja jetzt schon die Heisen und die Anchorage vorgenommen. Ich habe ja jetzt auch schon die Hampshire reviewed und heute ist dann die Vallejo als letztes dran. So, da wollen wir auch nicht lange rumfackeln und uns das Schiff mal etwas genauer ansehen. Vom Optischen erinnert es natürlich ganz stark an die Wooster, ne? Also man muss auch sagen, spielerisch technisch nimmt sie sich nicht viel. Sie ist wirklich so eine kleine Wooster auf D8, hat aber doch recht viele Unterschiede, muss man sagen. Ne? Zum Beispiel die starke Panzerung, der Wooster fällt weg. Auch das Radar und ähnliches hat die hier alles nicht. Also man muss sagen, vom Balancing her ist sie ganz okay. Ne? Sie ist immer noch so ein HE-Spam-Kreuzer, ne? Der gerne mal auf langer Range oder hinter irgendwelchen Inseln steht. Aber jetzt von den Verbrauchsmaterialien und von der Panzerung ist sie hier definitiv nicht so etwas Besonderes wie die Wooster. So, dann schauen wir uns die hier im Detail auch mal genauer an. Bei der Munition haben wir hier HE und AP, das ist nun wirklich nichts Verwunderliches. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir hier fest defensives Flakfeuer im ersten Slot. Das heißt, wir können hier nochmal schön die CVs wirklich ärgern, aber im T8 haben wir natürlich keine festen CVs. Also nur wenn wir gegen T7 spielen oder Legi, wobei man bei Legi natürlich auch sagen muss, dass man da recht wenig auf welche trifft. Ja, also wenn dann überhaupt nur gegen T7. Gut, dann haben wir hier noch Reparaturmannschaft. Man sieht schon, die TP je Sekunde sind hier wirklich exorbitant mit 879. Wir haben ja eine Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials von 20 Sekunden sowie eine Ladezeit von 76 Sekunden. Und standardmäßig hat man ganze 2 dabei. Also diese 879, die sind wirklich monströs. Man muss aber sagen, das hört sich jetzt in erster Linie nach mehr an, als es wirklich ist. Weil wir haben hier keine britische Heilung. Also wir können erhaltene Schäden nicht so gut reparieren, wenn überhaupt dann wirklich nur von HE erlittenen Schaden. Wirklich, wenn man da mal ein bisschen eine größere AP-Kelle abbekommt, da ist das wirklich ein bisschen überflüssig mit den 879, denn man kann das wirklich nicht so gut heilen hier. Also das muss man sagen, ist wirklich recht gut gebalanced. Gut, dann haben wir hier jetzt noch den Katapultjäger oder den Aufklärer in der vierten Reihe. Ja, der Aufklärer, muss ich sagen, ist wirklich komplett überflüssig. Das braucht man auf dem Kreuzer wirklich gar nicht. Der Katapultjäger ist dann noch ein bisschen interessant. Ja, ich sag mal, brauchen tut man es jetzt auch nicht unbedingt. Ein Radar wäre natürlich da immer noch solider, aber hat sie jetzt hier nicht. Aber ich sag mal so, der Katapultjäger kann einen dann trotzdem noch etwas Spotting liefern und ist natürlich dann zusätzlich auch nochmal eine, ja, etwas kleine Unterstützung gegen CVs. Gut, dann schauen wir uns hier als nächstes auch schon die Statistiken an. Ja, wir haben hier 44.000 Trefferpunkte, eine Panzerung von 13 bis 152 mm und eine Torpedoschadensverringerung von 4%. Bei der Hauptbatterie haben wir hier 5x252 mm Kanonen. Diese haben jetzt bei mir eine Feuerreichweite von 17,6 Kilometern und eine Ladezeit von 4,6 Sekunden. Die Dauer für die 180-Grad-Drehung beträgt hier 8,5 Sekunden. Wir haben hier einen Sprenggranatenhöchststand von 2200, eine Brandwahrscheinlichkeit von 15% sowie einen AP-Granatenhöchststand von 3200. Man muss hier wirklich sagen, das ist wirklich eine Brandschleuder. Ne? Also wir haben hier keinen verbesserten Pen. Das heißt, gegen Schlachtschiffe erzielen wir hier wirklich nur Platzer. Das ist nun mal bei den 152ern einfach der Fall, wenn wir hier keinen besonderen Pen haben. Dafür ist die Brandwahrscheinlichkeit natürlich extrem hoch für die Anzahl an Kanonen und auch für die Ladezeit, die wir hier haben. Also 15% ist echt enorm und das merkt man auch. Man haut da wirklich extrem Brände auf alles. Ne? Selbst Kreuzer und so bleiben da nicht verschont. Man regelt hier wirklich alles über die Brände. Aber da kommt halt auch wirklich der ganze Schaden her, das muss man mal dazu sagen. Also gegen Schlachtschiffe erzielt man hier nicht wirklich viel mit den Granaten, sondern wirklich eher mit der Brandwahrscheinlichkeit. Gut, dann haben wir hier als nächstes die Flugabwehr. Ja, die ist wirklich extrem stark, muss man sagen. Wir haben hier auf 5,5 Kilometer 307 Schaden. Das ist wirklich enorm. Und wenn man dann noch Def AA wirklich dazu zündet, dann kann der CV direkt wieder rückwärts fliegen und in seinen Hafen zurückkehren, um einen neuen Nachschub zu holen. Denn da bleibt nicht viel übrig. Also die Flugabwehr, die ist wirklich extrem. So, das spürt man auch. Aber man muss halt auch erstmal gegen CVs spielen. Bei der Manövrierbarkeit, hier haben wir 33,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit, einen Wenderadius von 740 Metern sowie eine Ruderstellzeit von 6 Sekunden. Das ist also wirklich ganz geil, auch, sage ich mal, sehr leichter Kreuzer typisch, also da kann man sich nicht beschweren. Bei der Tarnung haben wir hier Tarnung zu Wasser 12 Kilometer,
in der Luft 10,7 Kilometer und im Nebel 6,3 Kilometer. Also das ist jetzt auch eigentlich ganz geil. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt hier nicht den Tarnmod bei. Also da könnte man mit dem Tarnmod natürlich noch ordentlich was drücken. Also das ist an sich schon wirklich ganz nett hier mit der Tarnung. Ne? Da kann man auf jeden Fall oder könnte man drauf gehen, wenn man das natürlich möchte. Aber ich bleibe da lieber bei der Ruderstellzeit. Gut. Dann kommen wir hier als nächstes auch schon zur Panzerung und da sieht man schon auch schon Unterschiede zur Wooster. Die Wooster hat ja vorne und hinten eine sehr krasse Panzerung, eine 30 oder 32 mm. Das heißt, da können Schlachtschiffe wirklich überhaupt nichts gegen machen. Hier haben wir hier wirklich komplett 25 mm. Also das Ding ist wirklich ganz einfach wegzuschießen. Das muss man auch so sagen. Das Einzige, was hier ein bisschen dicker ist, ist das Deck. Also von oben die Granaten, die können da vielleicht mal auf dem Deck noch abprallen. Aber hier in der Seite, ja, da ist dann wirklich auch vorbei bei dem Schiff. Das ist wirklich nichts Besonderes. Auch die Zitadelle ist hier außenstehend, also da kann man auf jeden Fall auch als Zerstörer im Nahkampf zum Beispiel extrem gut Zitas reindrücken. Das ist auf jeden Fall möglich. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier auch nochmal die letzte Seite an, nämlich die Übersicht. Wir haben hier Nachlader, also eine überdurchschnittliche Ladegeschwindigkeit der Hauptbatterie. Wir haben Wendig, also eine überdurchschnittlich gute Manövrierbarkeit und zu guter Letzt flinkes Zielen. Eine überdurchschnittliche Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie gewährt einen Vorteil im Nahkampf. Gut, dann schauen wir uns hier noch den Text an. Die Vallejo. Diese Projektvariante ging der Entstehung der Kreuzer der Wooster-Klasse voraus. Die Hauptbewaffnung besteht aus 10 152 mm Mehrzweckgeschützen, die in 5 Türmen sitzen. Jahr des Entwurfs 1941. Deswegen, also bei den Schiffen, ich muss auch sagen, Adler kann natürlich immer noch ein bisschen mehr dazu sagen. Der hat ja da wirklich Bücher und alles dazu. Aber wir haben natürlich hier größtenteils mittlerweile nur noch Entwurfschiffe und da kann man geschichtlich gesehen auch einfach recht wenig zu sagen. Gut. Dann soll es das auf jeden Fall hier zu den Statistiken schon gewesen sein und wir schauen uns als nächstes die Verbesserungen an. Im ersten Slot habe ich hier den Zielsystem Mod 1 dabei. Hier braucht man wirklich den Hauptbatterie Mod 2 nicht für die Drehgeschwindigkeit, die sind schon extrem schnell. Da nehme ich hier lieber noch ein bisschen die bessere Streuung mit. Im zweiten Slot habe ich hier den Antriebs Mod 2 dabei, um einfach noch ein bisschen die Antriebszeit zu verkürzen. Im dritten Slot habe ich dann hier das Steuergetriebe Mod 3 eingebaut, einfach um die Ruderstellzeit noch bis aufs Äußerste zu minimieren. Denn ihr habt ja gesehen, die Panzerung ist nicht gerade gut, von daher will man sich auch nicht treffen lassen und kann hier mit dem Steuergetriebe Mod 3 auf jeden Fall am besten auch den Beschuss ausweichen. Das Tarnsystem Mod 1 wäre auch valide. Ja, mit den 12 Kilometern Standarderkennbarkeit kann man da auch noch einiges machen. Da geht man dann schon Richtung 10 Kilometer. Das ist ganz geil. Aber ich bleibe hier auf jeden Fall ein Fan vom Steuergetriebe Mod 3. Gut, im letzten Slot haben wir dann hier den Hauptbatterie Mod 3 aufgerüstet. Die anderen Sachen wären auch eine valide Option, aber ich möchte hier wirklich komplett auf die Nachladezeit gehen, um hier so niedrig wie möglich zu kommen, damit man hier auch, ja, ich sag mal, die Gegner effektiv bekämpfen kann. Man muss sagen, dadurch, dass die Nachladezeit natürlich schon extrem gering ist, bringen hier diese 10% nicht mehr so viel. Aber insgesamt durch die ganzen anderen Sachen, man wird es gleich auch noch bei meiner Kapitänin sehen, nimmt sich das denn doch schon etwas. Gut, apropos Kapitänin, dann schauen wir uns hier im letzten Step natürlich noch meine Kapitänin an. Als Kapitänin habe ich hier die Montpellier bei, einfach weil sie hier nochmal ein bisschen die Flakreichweite erhöht. Das ist auf jeden Fall, sag ich mal, nützlich, aber natürlich nicht der Hauptgrund. Bei den Skills habe ich hier bei außerhalb der Reichweite Pyromane im dritten Slot oder in der dritten Reihe, dann jetzt hier ihren persönlichen Skill Großangriff. Da haben wir nochmal ein bisschen bessere Granatengruppierung unserer Granaten und jegwilliger Beschuss, der auf uns eingeht, ist 10% schlechter. Ne? Also ja, man kann schon so sagen, dass Treffsicherheit direkt negiert wird. Also das ist auf jeden Fall ganz nützlich, wenn man dann auf Entfernung etwas am Kiten ist. Dafür kriegen wir aber auch 5% mehr Schaden. Im vierten Slot habe ich dann hier fixiert bei und als legendärer Perk ist dann hier Nachfischstation am Start. Als Inspiration nutze ich hier Kuznetsov, um die Reichweite aufs Maximalste zu erhöhen und Mimbelli, um weiter die Ladezeit noch nach unten zu schrauben. Gut, dann soll es das hier im Hafen auch schon zum Schiff gewesen sein. Wir sehen uns dann gleich in der Runde. Von daher bis gleich. So, da sind wir nun auch gelandet auf der Karte Norden in einer T8-T7 Runde. Im Gegnerteam haben wir hier eine Lightning, eine Fletcher, eine Kitakase, eine Carnot, eine Champagne, eine Constellation, eine
Friesen, eine Giuseppe Verdi und eine Lexington. Also da muss man sagen, Flugzeugträger ist hier gar nicht so verkehrt, denn wir haben hier auch defensives Flakfeuer am Start. Also sollte der uns hier anfliegen, ja, kann er auf jeden Fall direkt wieder zurück und neue Flieger holen. Wir sind hier gespawnt, auf jeden Fall auf der C-Seite mit einem Schlachtschiff und einem Zerstörer, von daher recht ausgeglichen. Das Schlachtschiff dreht jetzt hier erstmal nach links ab, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Gerade als Schlachtschiff darf man hier eigentlich nicht vorne rumfahren, weil dann geht man direkt auf und kann ja auf jeden Fall von C und im schlimmsten Fall auch von B beschossen werden. Okay, da ist schon was aufgegangen. Schlachtschiff und ein Kreuzer, das ist eine gegnerische Karno. Da wollen wir es natürlich direkt mal probieren, denn wir sind hier auch gleich hinter der Insel. Mal schauen, ob die treffen. Sie weicht ein bisschen aus nach hinten. Okay, doch, die ersten treffen schon mal. Aber gut, ich kann jetzt hier nicht viel weiter groß wirken. Da geht die Constellation auch schon auf. Mal schauen, wo die lang will. Die scheint jetzt hier erstmal ihren Kurs hinter die Insel lang zu setzen. Unser Zerstörer fährt auf jeden Fall hier erstmal am Cap vorbei. Ich hoffe natürlich noch, dass er da vielleicht reinfährt, um uns ein bisschen Spotting zu geben. Der gegnerische CV, die Lexington, die ist hier auf jeden Fall bei B beschäftigt. Und dann müssen wir mal schauen, ob die jetzt hier noch rüberfliegt. Sie macht uns jetzt erstmal nicht auf. Wir sind jetzt hier wieder durch Sichtlinie offen. Mal schauen, das schließt eigentlich daraus, dass hier noch irgendwo ein Zerstörer sein muss. Jetzt sind wir wieder nur... Ah, nee, jetzt ist wieder komplett aufgeklärt. Also hier muss auf jeden Fall irgendwo noch ein Zerstörer sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das der bei B ist, der uns da spottet. Aber die Kanone hat uns hier natürlich auf jeden Fall noch eine schöne Salve mitgegeben. Ja, da reicht die Vallejo-Panzerung auf jeden Fall nicht aus. Nicht mal für die Kanone. Also von daher, man sieht schon, da muss man ein bisschen doller aufpassen. Gut, die Kanone, die dreht jetzt hier ab erstmal. Die fährt erstmal weg. Dann können wir hier erstmal ein bisschen agieren. Da kommen Torpedos. Da bin ich mir jetzt unsicher, ob das die von der Constellation sind. Das würde passen. Oder ob das noch von irgendeinem Zerstörer ist. Aber an sich, naja, mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall sehen, ob hier noch was aufgehen wird. Aber ich denke mal, das sind die Constellation-Torpedos, so langsam wie die sind. Mal schauen. Die Constellation ist natürlich die Frage, ob die jetzt da hinter der Insel steht und wartet. Oder ob die jetzt wirklich außen rum fährt und uns von der Seite dann da gleich rechts bei der Insel wegholen möchte. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die Kanone hat jetzt hier auch wieder einen 180-Grad-Turn gemacht und dreht wieder auf uns zu. Aber ansonsten sieht das hier jetzt erstmal entspannt aus. Okay, die Akizuki nebelt hier im Cap. Das ist erstmal nicht verwerflich, damit er da schön ja, das Cap einnehmen kann. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, was hier gleich noch passiert. Wo die Constellation gerade ist, das ist jetzt hier, glaube ich, noch meine schlimmste Vermutung. Und ja, man sieht schon, ich zünde hier noch den Aufklärer. Das ist die eine der ersten Runden, die ich gedreht habe. Da hatte ich jetzt noch den Aufklärer bei. Fragt mich nicht, warum, aber es ist nicht empfehlenswert. Also in der Situation hier hätte ich mir auch gewünscht, dass ich den Jagdflieger beigehabt hätte. Gut, die Akizuki hat natürlich jetzt ein bisschen das Problem, denn die kommt so langsam in die Sonarreichweite von der Kano. Da ist auch schon drin. Die wird jetzt hier ja, gespottet durch die Kano und ihr Sonar. Mal sehen, ob sie es überlebt. Ich kann es hoffen. Unterstützung kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich versuche natürlich hier mein Bestes. Ich wollte jetzt eigentlich mit AP auf die breite Kanone schießen, aber die hat so schnell wieder rausgedreht, dass ich direkt wieder auf HE gewechselt habe, um sie jetzt hier mit HE zu beschießen. Aber nee, leider, das ging daneben. Hat sie direkt noch rumbekommen. Ja, mal schauen jetzt hier, ob wir da noch gut Schaden drauf kriegen. Aber man sieht schon, die Brände, die kommen auf jeden Fall. Da ist das Schiff wirklich extrem gut drin mit diesen 15%. Okay, die Constellation ist da rechts aufgegangen. Oh, sie schießt auf uns mit HE, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit AP hätte er uns hier vielleicht vernichtet, mit etwas Glück. Gut, die Kanone dreht jetzt wieder breit. Die Akizuki ist jetzt leider rausgegangen, aber wir können jetzt hier mit AP ein bisschen drauf wirken. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was bekommen. Doch, ein bisschen was bekommen. Aber er dreht auch wieder raus. Also von daher müssen wir jetzt auch wieder zur HE wechseln. Aber wir haben ihn gut Schaden gemacht, muss man sagen. Also hier so 10.000, 15.000 mit AP in die Seite. Das war schon nicht verkehrt. Ein Brand bekommt er jetzt hier auch direkt nochmal. Wir müssen jetzt mal schauen bei B. Da pusht jetzt ein Zerstörer unser Schlachtschiff. Mal schauen, ob das Schlachtschiff überleben wird. Aber wenn wir jetzt hier durchbrechen bei B. Ja, das war es mit unserer Pommern. Da müssen wir hier auf jeden Fall aufpassen, weil ich bin jetzt hier noch der Einzige auf der Seite. Unser Schlachtschiff hat sich ja direkt verkrümelt von Anfang an. Das heißt, ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen schlechtere Karten. Aber ich bin auch so jemand, der jetzt hier wirklich... da ist die Fletsche aufgegangen. Sehr interessant. Unser CV fliegt die jetzt an. Ich hoffe, der hält sie offen, sodass ich jetzt gleich noch, wenn der um die Insel kommt, auf ihn wirken kann. Das Schlachtschiff bei B fährt aber auch hierher und das ist die Kano auch wieder aufgegangen. Aber ich versuche jetzt erstmal... Okay, die Fletsche ist zugegangen, weil die... Flieger ihn nicht mehr spotten. Dann gehen wir hier doch lieber auf die Kano. Ja, okay, perfekt.
erstmal schön ausgewichen jetzt hier. Da hat die Streuung von ihm auf jeden Fall Nein gesagt und die Schwarzmaterie hat einen Vernichten bekommen. Also es wird jetzt langsam eng, wenn die bei B da auf jeden Fall durchpushen. Da muss ich mich jetzt auch erstmal etwas zurückziehen und abwarten, was da jetzt passiert. Weil wenn die jetzt von B da durchpushen, dann können die mich halt so schnell von der Seite wegflankieren. Ich mache jetzt hier auch mal defensives Flakfeuer an, weil der CV in meine Reichweite kommt. Aber man sieht schon, ne, die Flugzeuge überhaupt keine Chance. Die Kano gibt uns jetzt hier nochmal eine kleine Schelle mit. Die Fletcher wird jetzt hier etwas übermutig und versucht uns zu beschießen. Hat wahrscheinlich stark unterschätzt, wie schnell unsere Türme drehen. Versucht da jetzt unseren Beschuss auszuweichen. Das funktioniert auch erstmal gut, aber ich versuche ihn natürlich jetzt hier erstmal so gut es geht wegzuschießen, sodass der CV dann da vielleicht noch gleich die rechtliche Arbeit machen kann. Ja, ja, okay, ein Dritter haben wir schon mal weg und nochmal ein paar Treffer drauf. Das ist jetzt nicht verkehrt. Die Kano macht jetzt erstmal Halt bei der Insel da. Das Schlachtschiff bei B ist rausgegangen. Da kam auf jeden Fall gerade auch die Sekundär rübergeschossen. Das ist auf jeden Fall gut. Das rettet uns hier etwas das Leben. Die Kano ist wieder aufgegangen, weil er zurückschießt. Okay, wir haben ihn erstmal wieder am Brand gegeben. Nicht verkehrt. Und können wir ausweichen. Oh, abgeprallt. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber gut, nimmt man mit auf jeden Fall. Die Kano hat auf jeden Fall weniger Leben als wir. Aber um unser Team sieht es auch nicht mehr so gut bestellt aus. Wir haben auf jeden Fall schon 4 Schiffe verloren, die nur 3. Da müssen wir jetzt uns auf jeden Fall ins Zeug legen. Ja, das Schlachtschiff da von B kommt jetzt auch hier rüber gefahren. Und die Constellation und Fletcher ist auch noch auf der rechten Seite. Also ich habe jetzt hier schon so ein bisschen, ja, Probleme. Bei mir zum Glück da in der Nähe ist noch ein Schlachtschiff, was da notfalls mit drauf schießen kann. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt so ein bisschen in meine Richtung kommt. Okay, die Fletcher hat da genebelt und beschießt uns jetzt von da aus. Aber wir müssen eigentlich langsam außerhalb der Reichweite sein. Müssen jetzt hier aber aufpassen. Kano hat HE geschossen. Ja, kann ich aber, glaube ich, ausweichen. Ja, einen kleinen Hit habe ich mitbekommen, aber nichts Schlimmes. Nichts, was mich jetzt groß Leben gekostet hätte. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Kano beschießen. Und da kommen Fletcher-Torpedos, die jetzt aber auch direkt ausgelaufen sind. Also wir sind schon recht weit von der Fletcher entfernt. Das ist auf jeden Fall gut. Die Kano fährt jetzt hier auf jeden Fall auch ins Cap rein. Da müssen wir aufpassen. Wir haben ja gerade so Punktevorsprung. Ja, da wollen wir denen jetzt natürlich nicht das Cap überlassen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier nicht direkt von Anfang an weggefahren bin. Denn man kann sich es einfach nicht leisten, ja, ein Cap wirklich komplett aufzugeben. Also am besten bespielt man alle 3 Caps, beziehungsweise ja, B kann meinetwegen auch nochmal rüberfahren. Aber wenn hier A oder C aufgegeben werden würde, dann würde uns das so fatal in den Rücken schießen, denn dann kommen die hier durch und können uns natürlich richtig wegflankieren. Deswegen bin ich jetzt hier auf der Seite auch geblieben. Ja, ich versuche jetzt hier noch die Kano rauszunehmen. Ja, der Zerstörer hat natürlich da jetzt die gegnerischen CV runterbekommen, aber ist dadurch auch aufgegangen und wurde weggeholt. Die Kano sollte aber auch gleich rausgehen, also die bekommen schon mal das Cap hier nicht. Das finde ich wirklich phänomenal. Da kommt nochmal ein bisschen AP angeflogen. Ich versuche hier auszuweichen und ja, okay, ein Overpen. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Die Constellation, da kommt AP geflogen. Habe ich gerade so im Augenwinkel gesehen. Da muss ich auf jeden Fall hart eindrehen. Oder ist was? Hi. Ist auf jeden Fall WHE aus. Hat aber auf jeden Fall nicht getroffen. Alles daneben. So lobe ich mir das. Die Kano geht jetzt auf jeden Fall auch raus durch den Brand. Perfekt. Da kommt noch AP geflogen. Mal schauen, ob sie noch Schaden macht. Ja, so ein bisschen was. Aber nichts Schlimmes. Ich zünde jetzt hier auf jeden Fall den letzten hier, damit ich hier nochmal genug TP gegen Constellation und Fletcher habe. Wir haben jetzt hier noch unseren Schlachtschifffahrer. Der kommt jetzt auf jeden Fall auch mit nach vorne gefahren. Deswegen geselle ich mich mal so ein bisschen in seine Nähe, damit wir hier geballte, ja, Flugabwehr-Power haben. Defensives Flakfeuer habe ich ja auch noch einmal am Start, also sollte der jetzt hier in die Reichweite kommen, kann ich es auf jeden Fall noch zünden. Ah, ich mache es jetzt hier erstmal noch nicht, weil ich eigentlich in einem guten Winkel stehe, wobei doch, ich mache es doch lieber. Sicher ist sicher, nicht, dass ich hier dann einen Wassereinbruch bekomme, wenn er mich anfliegt und danach kriege ich irgendwie nochmal einen Brand oder irgendwas Schlimmes ab, wie eine Zitadelle, die mal dann das Ruder wegschießt oder so. Dann nehmen wir dann doch lieber hier das defensive Flakfeuer im Kauf, um hier die Flugzeuge so gut es geht wegzuschießen. Ja, der hatte jetzt ja auch keine Chance, konnte zwar einmal droppen, die müssen gleich aufgehen, ja, da gehen sie auf. Was ist das denn für ein Winkel? Heilige. Die werden auf jeden Fall so nicht treffen. Ich drehe jetzt ein bisschen rechts ein, bremse aber voll ab, damit ich dann reinfahre und schieße jetzt hier mit HE weiter auf die Constellation. Ja, erste Salve schon mal einen schönen Brand. So ist das auf jeden Fall phänomenal. Aber mal schauen. Aber wir sollten die definitiv zu zweit rauskriegen. Es sei denn, jetzt die Fletcher toppt hier One-Hit unser Schlachtschiff weg. Dann hätte ich natürlich noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich bin halt auf großer Reichweite. Also hier könnte ich, selbst wenn, eigentlich mich gut bewegen und so viel Beschuss wie möglich ausweichen. Mal schauen, die Constellation dreht breit. Naja, ich hoffe ja mal, unser Schlachtschiff wechselt auf AP, damit er den auch gut wegbearbeiten kann. Okay, Fletcher ist aufgegangen. Ja, da rechts ist er. Hat jetzt nicht groß Schaden noch bekommen, aber fährt jetzt erstmal breit.
Das heißt, wir können den jetzt hier auch gut bekämpfen. Schauen, ob die treffen. Er kann natürlich jetzt auf der Reichweite auch gut ausweichen. Tut er jetzt erstmal nicht. Ich nutze jetzt hier ein bisschen den Aim Assist, um ihn perfekt treffen zu können. Ja, hat schon gut Leben verloren auf jeden Fall. Hat jetzt auch gelöscht. Also wenn er jetzt nochmal einen Brand bekommt, ist er permanent. Ja, das sollte reichen. Also wenn jetzt nochmal ein, zwei Granaten treffen, ist er auf jeden Fall weg. Ja, perfekt, Reno. Da ist die Fletsche raus. Die anderen nehmen jetzt auch das andere Cap ein. Also jetzt konnten wir auf jeden Fall noch so ein bisschen die Weichen Richtung Sieg stellen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Die Champagne da hinten hat jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Aber wir nehmen uns natürlich jetzt erstmal die Constellation hier vor. Die hat auf jeden Fall auch nicht mehr ganz so viel. Aber hat natürlich auch noch Torpedos. Und da kommt jetzt mal AP geflogen. Ja. Der wurde komplett weggeklatscht hier von unserer Amagi. Da ist nicht mehr so viel von ihnen übrig geblieben. Gut, da kommt jetzt noch die Champagne. Die versucht da jetzt noch das C-Cap einzunehmen und sich so ein bisschen zu entfernen von den Leuten bei B. Aber gut, sie verfolgt jetzt nicht. Sie fährt eigentlich genau auf uns zu. Was jetzt natürlich ihr, ja, ich sag mal so ein bisschen sie in die Bredouille bringt, denn wir können sie jetzt hier richtig schön runterfahren, kriegen jetzt nochmal schön die Verteidigt-Banner, das schmeckt auf jeden Fall. Ja, Doppelbrand ist auch schon am Start, also man sieht schon, ne, die Vallejo und ihre Brandwahrscheinlichkeit ist halt wirklich abnormal. Ja, dritte Salve, dritter Band, ne? Gut, da geht sie jetzt auch raus durch unsere Saipen und da haben wir die Runde dann auch gewonnen. Schönes Ding auf jeden Fall, jetzt das noch so gedreht zu haben. Ja, wir haben hier 120.728 Schaden auf der Uhr, 2 Schiffe versenkt, 18 Brände, 10 Verteidigbanner. Wir haben jetzt hier 2.958 Base EP, sind auch Platz 1. Das haben wir jetzt hier auch recht gut gemacht, dass wir die Seite alleine verteidigt haben. Das hat uns hier wahrscheinlich auch den Sieg beschert am Ende, dadurch, dass die Teammates nicht, ja ich sag mal, flankiert werden konnten, weil da war ja doch einiges. Ich meine, gut, die Constellation und so, die sind halt außen rumgefahren. Das hat sie natürlich enorm lang aus dem Gefecht genommen. Die konnten dann nicht der KNO Unterstützungsleistungen anbieten. Aber ansonsten haben wir das hier wirklich super gemacht auf der Flanke. Ja, bei der Wirtschaft haben wir jetzt hier noch 276.291 Credits bekommen. Es ist ja immerhin T8. Da gibt es nicht mehr so viele Credits, muss man ja sagen. Ne? Gut, dann soll es das zur Vallejo-Runde auch schon gewesen sein. Dann kommen wir jetzt immer noch so ein bisschen ins Fazit. Also die Vallejo ist wirklich ein unfassbar geiler und, ja na gut, stark hält sich im Rahmen. Ne? Stark will ich nicht sagen, aber sie ist ein sehr ausgeglichener Kreuzer. Sie hat eine unfassbar hohe Brandwahrscheinlichkeit. Man hat es auch gesehen, man drückt Brände wie nichts. Also da kommt wirklich mit jeder Salve mal ein Brand zustande. Aber der Schaden jetzt so an Schlachtschiffen, der hält sich dann doch in Grenzen. Da darf man jetzt nicht sowas wie eine Mainz oder so erwarten. Wir haben halt keinen verbesserten HE-Pen. Aber die Brände, die drücken natürlich dann trotzdem insgesamt gut Schaden. Gut, ansonsten ist das Schiff halt eher so semi, muss man sagen. Das ist halt so ein bisschen der Balancing-Faktor. Wir haben ja hier, ja, die Verbrauchsmaterialien, die sind, sag ich mal, schön zu haben, aber da gibt es Besseres. Dadurch, dass wir auch kein Radar haben, sind wir jetzt nicht so universell und vor allen Dingen auch überhaupt nicht gegen Zerstörer gewappnet. Ja, wir haben ja kein Radar, kein Sonar, also Torpedos können uns auf jeden Fall super einfach wegschießen. Da muss man aufpassen. Aber ansonsten, insgesamt gesehen, finde ich sie ein sehr guter Kreuzer. Ich finde es auch mal gut, dass man endlich mal wieder so ein, ja, ich sag mal wirklich CL hat. Denn die letzten T8-Kreuzer, die waren ja alle so schwere oder Großkreuzer. Ja, da ist es jetzt auch mal schön, wieder Abwechslung zu haben. Aber die Vallejo ist jetzt kein Schiff, was man unbedingt braucht. Sie ist halt so semi-gut und das finde ich auch gut. Man muss ja nicht immer nur OP-Schiffe haben und besonders keine CLs wie die Mainz oder andere Schiffe, ja, wie Otschakow und so. Da ist das auf jeden Fall auch mal schön, so ein Schiff im Mittelfeld zu haben, was aber gleichzeitig trotzdem mal noch sich behaupten kann. Gut, dann soll es das zu diesem Video auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut ihr rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.